welcher Mann macht bei einem Antrag, ja, zieht sein Hemd aus und sagt, warte mal, erstmal. Obwohl ich es gehofft habe, war ich so überrascht, ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich verstecke es normalerweise, aber da war es auch um mich geschehen und das ist halt, es sind nicht nur die Blumen, es sind nicht die Ballons, es ist nicht die Frage der Fragen, sondern ja, es ist ein Tattoo, was ein Leben lang bleibt. Also das ist, es hält ein Leben lang. Das ist es. Ja, ich konnte nicht glücklicher sein einfach in dem Moment. Es hat sich einfach jetzt in die Seele eingebrannt. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich das einfach vor mir, wie ich halt vor Magda knie und sie mir ihren Arm zeigt. Du bist mir ein bisschen zuvor gekommen, Schatz. Ja, man kann auch überraschend funktioniert in beide Seiten. Richtig. Ich habe sehr gehofft, dass er mich auf diese individuelle Art und Weise fragen wird. Und deswegen habe ich meins ja auch schon vorher tätowieren lassen. Ich habe es gewagt. Ich sollte überrascht sein. Und wer war überrascht? Ich war überrascht gewesen und das richtig zu Tränen gerührt. Ich saß 6 Stunden im Studio, habe gesagt, ich glaube, mein Mann fragt mich mit einem Tattoo, ihr müsst mich tätowieren. Und dann, ja, habe ich 2,5 Wochen im Winter mit einem Pulli geschlafen, ihm jede Nacht gesagt, dass ich friere, dass mir kalt ist und er hat es nicht gemerkt. Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast. Ja, ich meine, gut, mein ganzer Körper ist voller Tattoos. Es fällt nicht so auf, als wenn jemand 2 hat. Es ist ja das 2., dass er sich für mich hat stechen lassen. Ich kann es nicht anders sagen, auch wenn das wieder das Klischee ist und manche denken, ach, verrückt und blöd. Wir nicht. Wir beide finden es gut. Mit Überzeugung.